Und hat sich noch einmal Herr Kollege Herrmann zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Ich versuche es noch mal gerade zur Sache, aber vorweg ein ganz herzliches, Dankeschön an Herrn Minister Jäger. Es sieht ja so aus, als würde er heute Abend unserem Änderungsantrag zum Polizeigesetz zustimmen, wo wir den Richtervorbehalt fordern, der halt im Moment noch nicht enthalten ist. Sie haben es gerade ganz deutlich gesagt. Also vorab, dann werden wir sehen, was da nachher passiert. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, dass Überwachungen, wie Sie, das war auch der Sinn meines Redebeitrags am Anfang, werden in aller Regel legal durchgeführt. Es werden Gesetze gemacht, dass halt die Sicherheitsbehörden über ihre Überwachung legal durchführen. Und das ist das, wo wir drauf gucken müssen. Das ist das, wo wir darauf achten müssen, dass wir jetzt nicht an die Zukunft des Internets verbauen, indem wir halt hier für alle möglichen Dinge halt eine Überwachung einführen. Die Bestandsdatenauskunft, so wie sie auf Bundesebene geregelt wurde, hebt definitiv für Deutschland die Anonymität im Netz auf. Das heißt, das Internet kann nicht mehr anonym genutzt werden. Bis hin zu Ordnungswidrigkeiten kann die Anonymität eines Internetnutzers aufgehoben werden. Das ist etwas, was viele Türen für die zukünftige Internetnutzung halt verschließt. Wenn es Teil des digitalen Lebens wird, brauchen wir einen Freiraum, wo anonyme Meinungsäußerung möglich ist. Das ist mit der momentanen Regelung nicht möglich. Daran müssen wir arbeiten. Und das werden wir im Laufe der Gespräche zu dem Antrag sicherlich und ich hoffe tun. Einen ganz kurzen Punkt wollte ich noch zu dem Herrn Hegemann sagen, weil er die Einreise in die USA so hervorgehoben hat, wo Kontrollen stattfinden. Sie wissen auch, dass es immer wieder vorkommt, dass Menschen zurückgewiesen wird, Schüler letztens wieder, die zu Gasteltern in den USA fahren wollten, die halt auf Facebook geschrieben haben, dass sie da vielleicht ein bisschen jobben, sind an der Grenze gefragt worden, was sie denn in den USA wollen, haben das nicht erwähnt, was sie auf Facebook geschrieben haben und sind mit dem nächsten Flieger nach Hause zurückgeschickt worden. Das ist ein Zeichen, was tut die US-Einreisebehörde alles jetzt schon, Facebook überwachen, das zusammenbringen mit den Fluggästen, die halt sich einchecken müssen und in die USA fliegen. Also da ist schon eine ganze Menge Überwachung, was nichts mit Terror und solchen Dingen zu tun hat. Und ich denke, hier müssten wir mal kräftig drüber nachdenken und gucken, wo wir da ein paar Riegel vorschieben. Danke. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die SPD.